Lorbach ist einer der 44 Ortsteile von Mechernich. Er liegt an der Kreisstraße 28 südlich des Kernortes. Die Einwohnerzahl belief sich laut amtlicher Statistik am 1. Januar 2017 auf 303 Einwohner. Lorbach wurde 1535 erstmals als Leichbeig oder Leerbach urkundlich erwähnt. Der Ort soll sich aus einer Pferdeweide zur Keltenzeit entwickelt haben. In der Michael-Schumacher-Straße sind einige schöne Fachwerk- und Buntsandsteinhäuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert zu sehen. Hier steht auch die Kapelle zu Ehren der immerwährenden Hilfe von 1908. Sie wurde im Jahre 2016 renoviert. Etwas oberhalb von Lorbach liegt eine der beiden sich im Stadtgebiet von Mechernich befindlichen Eifelbicke. Der zweite liegt im Raum Weiher. Weitere Auskünfte, zum Beispiel über Ferienwohnungen, erteilt die Touristikagentur Mechernich e.V. unter der Rufnummer 02443 494320 oder im Internet unter touristik@mechernich.de.